Hey und willkommen hier zu einer neuen Die Sims 4 Let's Play Folge. Heute wieder mit unserer Schauspieler- und YouTuber-Family hier im Modern Urban House in Del Sol Valley. Und ja, es ist eine Katastrophe, denn durch den Bug können die Castings, wenn man Haushalt wechselt, fangen wir mal so an, dann kann man, ist das wieder hier weg, das Casting. Ja, hallo, immer wenn jemand Daniel mit jemand anders spielt, kann ich nicht mehr zum Casting kommen. Ich hätte das gerne mal abgesagt hier, oder? So, was haben wir denn heute hier? Talentwettbewerb von 18 bis 23 Uhr. Das ist aber schlecht. Können wir da hinreißen oder so? Sternguckerlounge. Das ist schon zu spät hier. Kann man hier neues Casting hier fragen? Hallo? 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 Aufhören. Oh Mann, schade. Ich wollte das gerne sehen hier. Hallo. Ich hätte gern wieder ein Casting. Wir müssen mal ein bisschen länger mit uns jetzt spielen. Ja, es ist leider so. So, was machen wir denn jetzt? Okay, salziger Sud, ne, das haben wir ja schon gemacht, glaube ich, ne? Void Pop. Fitnessfähigkeit. Geschicklichkeit oder Gitarrenfähigkeit. Kreaturen aus dem Malvenwald. Kindheit der Miss Knautschgesicht. Was ist denn das? Kindheit, eine teilweise wahre Chronik. Was? Void Pop Album. Ah, oh, was machen wir denn jetzt? Was machen wir denn jetzt? Ich würde mal sagen, wir machen die Kreaturen von Malvenwald, oder? Fröhlichen Charakter. Den Malvenwald. Was machen wir? Gitarrenfähigkeit müssen wir lernen dann. Oh nein! Das können wir ja gar nicht. Komm, wir reisen jetzt mal dorthin in die Sterngucker Lounge. Nico, hallo. Nach. San Myshuno. Ja, ganz genau. Das ist ja hier, ne? Kann man da jetzt so hinreisen? Oder muss man da quasi, ist es dann, ja, also die Frage ist, kann man da einfach so hinreisen oder muss man da irgendwie an Event teilnehmen oder so? Gucken wir mal, ob das klappt. Eieiei. Ist ja eigentlich schon fast vorbei, ne? Ja, vielleicht kommt da auch um 18 Uhr eine Meldung, hey, heute ist Talentwettbewerb, möchtest du hingehen? Oder, ich weiß es nicht. Steht aber jetzt in meinem Kalender, wir gucken jetzt mal einfach vorbei. So, Tierklinik, alles klar, hier haben wir die immer noch als Ding hier, Nettogewinn 80.000, willst du mich verarschen? Ernsthaft? 500, das ist auch wieder ein Bug, oder? Öffnungszeit 589 Stunden, nicht so schlecht hier. So, Talentwettbewerb, melde dich an der Bar an, um teilzunehmen. Machen wir mal hier Pause, dass wir da noch teilnehmen können. Freundlich vorstellen. Wo können wir uns denn da teilnehmen hier? Da, Open Mic teilnehmen. Hier machen wir doch. Hey, komm. Ja. Oh, ist das schön hier. Können wir rüber gucken auf die Alto Apartments von der Klee WG? So, wir gucken mal. Hallo, ich würde gerne noch mitmachen. Ist hier schon vorbei und da kann ich noch ein bisschen mitmachen. Angemeldet. Schnapp dir das Mikro oder Instrument. Wenn du fertig bist, würdest du auf die Bühne gerufen. Okay, wir üben mal das Ding hier. So. Kann man auch. Lena Sommer hat sich für den Talentwettbewerb angemeldet. Schnapp dir das Mikro oder Instrument, wenn du auf die Bühne gerufen wirst. Okay. Gitarrenfähigkeit müssen wir jetzt eh lernen. Das Casting ist am Montag. Das geht ja noch, ne? Morgen noch Sonntag, dann schon Montag. Okay. Und Nico, mach auch mal mit, oder? Yeah, ja, oh, geh weg hier, Mann, ey. Was ist denn mit euch los? Patrick ist auch dabei. Hallo, Patrick. Oh, und dieser Diego Lobo. Der Nachbar hier. Oh, hier, der ist da. Watchy. Zusammen zuschauen. Wir üben mal weiter. Wir gucken aber trotzdem zu. Können wir zugucken auch, Nico? Ich würde auch gern mitmachen, ja? Nico Fuchs wird, schnappt dir das mit. Okay. George. Es ist gleich vorbei, wir kommen wahrscheinlich gar nicht dran, da warten schon alle. Lila ist auch da, hallo Lila. Wie geht's dir? Umarmen. Trägst du was vor hier? Unser Influencer, hallo. Wie läuft's mit der Style-Beeinflusserin-Karriere? Beste Freunde werden. Ja, wir werden nur Best Friends hier, oder? Yay, sehr schön. Ich glaube, da steigt auch der Ruf, ja? Das ist, glaube ich, so eine Rufinteraktion sogar. Über Frostbeschwerden ein bisschen tratschen. Kommen wir jetzt auch mal dran? Hat jetzt die Chance. Wird Zeit für ihren Auftritt. Stopp. Wo ist jetzt hier das? Wo kann man...
bis zu Ende. Wir möchten uns für alle entschuldigen, die nicht teilnehmen konnten. Ja, danke. Mann, heul. Können wir die Gitarre irgendwie mitnehmen? Wir haben jetzt eigentlich genug Kohle, aber das ist jetzt wieder ein bisschen komisch buggy mit der komischen Tierklinik. Also muss man schon sagen, und die Sterne hat es auch weggenommen, seit Svea tot ist, die Mama von Nico. Aber wir haben 2640 Vorteilspunkte, er geht ab. Ja. Vielleicht das Kind von euch, macht sie wieder auf oder so. Ja? Bist du kacken hier kurz? Komm, wir üben noch ein bisschen. Ich mach mal schneller, dass sie hier übt. Ja, oh, die schmeißen sogar Kohle hin hier. Sehr cool, wow. Kriegen wir dafür eigentlich auch Ruhm oder so? Müsste ja eigentlich klappen, ne? Weil da war ja Üben plus Ruhm. Und du bist jetzt auch hier noch dran, Entertainer hier, okay. Vorführung ansehen, guckst du das mal an, ja, du auch. Komm, Vorführung angucken. Kann man da nicht mehr jetzt. Nico, kann man nicht? Doch, der guckt schon zu, ne? Vorführung anziehen, alles klar. Ist ein bisschen kalt in deinem Outfit, oder? Wir haben hier Frost und es schneit wie die Sau. Starker Schneefall. Eieieiei. Das ist ja mal hier eine Wucht hier. Okay, was steht denn an als nächstes im Kalender? Heute ist die Starlight-Verleihung. Ja, in dem hässlichen Studio-Dings da, was ich gerade eh umbaue. Lena, es ist ein bisschen schwierig mit dir, muss man schon sagen. Aber du kriegst ein bisschen Ruhm dafür. Ist ganz gut. Jetzt haben wir gleich das erste Level hier erreicht. Oder beziehungsweise das zweite. Man startet ja immer mit dem ersten. Und dann ist das doch in Ordnung. Charisma und Ding ist auch ganz gut. Na also. Nico, kannst du hier eigentlich auch irgendwie was spenden oder so? Können sich ja gegenseitig hier spenden. Das wäre doch schön. Das steht denn jetzt da kennenlernen, hallo? Yay, Level 2, liebevoll im Arm. Just mal. Level 2. Kann jetzt am Computer über Gitarren recherchieren. Stereoanlage ist Blues genießen und mit anderen Sims über Gitarren-Solo schwärmen. Alles klar, hier kommen wir mal auf. Laura Breeze ist auch da, hallo, Miss Breeze. Von dem Mother Breeze Haus, ne? So, komm, wir gehen nach Hause. Jungs und Mädels hier. Wir reisen nach Hause. Wir gucken nochmal über die Weltenansicht. Ist immer schöner, ne? Ja. Wir buchen ein Ticket. So, genau. Mit dem Nico. Max Caulfield? Aber mit Brille hier. Was ist denn mit euch los? Komm, wir holen noch ein paar Bekannte hier mit. Die Schwester und die. Genau, die Verwandtschaft hier soll auch mal noch mitkommen. Ja. Ja, schade mit dem Talentwettbewerb. Hätte ich gerne mal ausprobiert, hätte ich gerne mal gezeigt, aber war mal wieder zu spät hier, ne? Ich hoffe, das ist mit dem Reisen trotzdem dann jetzt noch da, das Casting. Ich habe da immer so ein bisschen Schiss jetzt, aber wir müssen jetzt länger halt einfach mit der Familie spielen, damit wir da vorankommen, sonst wird das nix. Nee, ne? Anbrüllen. Hallo? Tanztechniken. Oh, du musst pieseln. Oh nein. Und du bist auch voll müde. Wir gehen jetzt mal direkt hier hoch auf das Klo. Kommst du hier auf Klo benutzen und Massage. Und dann gehst du mal schlafen. Und du bist auch schon müde? Eieiei. Ja, dann postest du nochmal was auf Simstagram. Simstagram. Ja, und dann gehst du auch schlafen. Es tut mir leid, Jungs und Mädels hier, aber es ist jetzt halt ein bisschen wieder verpeilt heute, ne? Oh, hier ist nie irgendwie Sonne, immer wenn ich eingeladen werde. Mitten in der Nacht hier oder was? Wow, Nico hat Follower in sie gewonnen, immerhin 12. Ich will auch noch unbedingt mit der Lena hier so quasi auf dem Boulevard hier so ein bisschen Musik spielen oder Schauspielen vorführen und gucken, dass wir da noch ein bisschen Ruhm bekommen. Oder dann auch so ein bisschen Kohle vielleicht auch. Ne? Das wäre ganz schön, auch wenn wir jetzt irgendwie ganz viel Geld komischerweise bekommen haben von der Tierklinik. Das nennen wir jetzt einfach mal Glück im Bug. Glück im Bug. Ja, auch so ein Titel für die Folge. Glück im Bug. Ja, es ist das Spiel. Wenn es mir das gibt, dafür ärgert es mich mit diesem Casting da. Kommen wir auch nicht voran, ne? Gerade mal Level 3 hier. Oh! Das wird ja schön hier durchmassiert hier. Gut. Ich finde das so toll, die Hochzeitsfotos mit Masami Ikeda. Es ist so der Hammer, oder? Oh, das Licht auch. Das ist so schön. Kannst du auch mal auf Instagram hochladen, oder?
Komm, das letzte Mal hoch aufs Instagram. Kannst du noch machen, bevor du schlafen gehst? Hochladen. Lade mal das alles hoch hier. Komm, das ist auch voll toll. Die haben auch wirklich ein Instagram-Profil. Link gibt's in der Videobeschreibung. Ist kein Witz jetzt, ne? Also die haben echtes Instagram-Profil. Da posten die ab und zu mal was. Von ihrer Reise, Rise to Fame. So, gibt alles hier Ruf hier. Ist nämlich auch gut. Ne, Fame sogar. Gibt sogar Fame, guck mal, ohne Ende sogar. Wow, hast du die alle hochgeladen jetzt? Sollst du die alle hochladen? Alle hochladen. Ich weiß nicht, ob das, haben wir das jetzt zweimal hochgeladen oder so? Komm, letzte Mal hoch. Auf wie mit Gebrüll. Sehr gut, sehr gut. Was für ein süßes Bild, das allerbeste Bild aller Zeiten, bla bla bla. Beste, okay. Schlafen. Welten des Internets verbreitet, wer will man mehr? Ist einfach perfekt zur heutigen Stimmung. Ja, alles, was du postest, wird zu Gold, Lina. Ab mit dir ins Bett. Ein Herz und eine Seele hier. Oh, Muffin. Hallo. Willst du Balli spielen gehen? Oh, nö. Ja, wir müssen jetzt ein bisschen schlafen. Zum Allein. Nicht rumbellen. Ich bin's hier noch auf. Das ist Max Caulfield sogar bei uns auf der Couch. Ja, Teenager. Komm, wir können dich mal auch ein bisschen Fame cheaten. Öffentliches Ansehen, weil die ist ja eigentlich so ein bisschen Promi-mäßig, oder? Öffentliches Ansehen machen wir mal Promi Level 2. Das ist ganz okay. Bei den anderen Sims, die wir nicht spielen, dürfen wir ja cheaten, ne? Das ist das so ein bisschen das. Bist du B-Promi. Durch dein Spiel hier. Ja, was willst du denn jetzt hier? Hallo, geht mal nach Hause, wir schlafen. Wir schlafen. Schlafe schneller. Wir machen dann mal was zum Essen. Wer hat denn wieder bei euch das Kochen? Level 5, Nico, du, ne? Ja, Nico, machst du mal Frühstück. Komm, machst du mal Frühstück für deinen Schatzilein. Gourmet-Menü zubereiten, ja, Mann. Mandelmakronen, das hört sich aber gut an. Wow, zum Frühstück. Mach mal so ein... Oh, da gibt's ja... Du hast Gemüse. Machst du mal Pasta. Das geht noch. Das geht noch am Morgen hier. Mit frischen Sachen da. Wir sind ja hier in Sims. Das ist okay. Ja, wir müssen noch ein bisschen schlafen jetzt. Komm, Roddy, Flotty, Karoddy hier. Flotty, Karoddy. Bist eh zu... Eher als erstes wach. Ja, guten Morgen hier. Aufgestanden mit Gebrüll. Du musst auch noch mal wieder streamen. Wir haben ja die Streamer-Drohne da liegen lassen, ne? Die war doch hier irgendwo. Da. Haben wir verpennt hier. Inventar platzieren. Ah, nicht du. Nico. Inventar platzieren. Ja. Ja. Da ist der Akku leer gegangen. Ist die da draußen stehen geblieben. Die Null. Was für ein tolles Licht hier. Heute Sonne. Yay. Da können wir rausgehen, Lena. Ein bisschen musst du schlafen. Ein bisschen noch schlafen. Wie sieht's denn aus mit deinem Ding hier? Das so richtig steigt das aber auch nicht, ne? Ja, wir kriegen das, glaube ich, hier mit dem Schauspielern dann, wenn wir mal endlich wieder einen Auftritt bekommen. So, wir brauchen jetzt für dich eine Gitarre. Ich glaube, wir haben noch gar keine Gitarre hier. Wobei, das Haus ist eigentlich schon so ein bisschen künstlerisch. Es könnte gut sein, dass ich da irgendwo eine platziert habe. Aber ich habe es jetzt nicht im Blick hier. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Nee, dann mal gucken wir mal. Wir haben ja da Aktivitäten und Fähigkeiten. Und dann holen wir uns aber mal eine richtige oder eine Freezer Bunny Gitarre. Oh, die ist ja toll. Was haben wir? Das Todes Freezer Bunny? Nee, das ist ein bisschen. Das ist süß, oder? Die Freezer Bunny Gitarre. Das kommt hier in die Künstlerecke hier so ein bisschen rein, oder? Ja, das wäre ganz gut. Üben. Wieso gibt das keinen Ruhm? Gibt es nur Ruhm, wenn das im öffentlichen Ding ist, oder was? Das ist ja doof. Gibt es bei den anderen Ruhm? Das will ich jetzt aber ausprobieren. War die jetzt zu billig oder was? Das nur Ruhm, wenn man eine teure... Die ist ja schon 1300. Hallo? Mann, ey. Gitarrenfähigkeit. Naja, gut. Also dann müsste das eigentlich ja klappen. Das ist schade jetzt. Probierst du mal zu üben. Dann komm, gehst du mal üben. Guten Morgen. Und dann machst du den Simstagram-Post. Der ist schon fertig. Oh, guck mal, der ist schon fertig, der Nico. Der holt schon seine Drohne mit seiner Pasta unterwegs hier. Nico, machst du ganz toll.
Komm, dann gehst du jetzt auch mal hier. Gehst du jetzt, was ist denn das? Aufräumen. Wo sind die Pasta? Komm, nimmst du mal ein Pasta. Pasta am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen. Sehr gut. Bin jetzt hier üben. Inspiriert ist, spielt besser an der Gitarre. Das ist doch toll. Wir haben noch hier diese Deko, ne? Mit der emotionalen Aura, ja. Sehr gut, haben wir auch noch Aura. Ja, wir boosten dich hier, aber volle Kanne. Bist auch noch kokett, ist aber nicht so toll. Das ist aber blöd hier, kokett zu sein. So, hallo Nico, die Spielekonsole Orthobox 2 kommt bald auf den Markt und das Marketingteam ist der Meinung, dass du der perfekte prominente Werbepartner wärst, um eine Kampagne in Gang zu bringen. Schließe in den nächsten 24 Stunden folgende Optionen ab. Verwende die Videostation, um aufgenommenes Video manuell hochzuladen. Gamer lieben Schimpftriaden. Werde wütend und schrei in die Kamera und mach alles wütendes Vlog hier. Oh nee. Das ist wieder, wie kommen denn jetzt wütend werden wieder? Oh Mann. Müssen wir mal Videobestand untersuchen. Dann machen wir mal Trends untersuchen. Und Updates posten. Auf Kommentare antworten. Und dann nehmen wir mal ein Video auf ein. Wir machen jetzt dann, wir gucken dann mal, was an den Trends hier ist. Oh, der Amelia Black hast du kennengelernt. Hallo, einer meiner ersten Sims hier. Ja, mit Amelias Boutique und so. Amelias Restaurant hatten wir rein, wo wir mit euch durchgestartet sind. Ist das dann eine Pasta hier noch? Wow, die Videos bringen wieder jede Menge Kohle. Sehr gut. Prinzessinnen wollen rote Autos. Läuft ganz gut. Und meine Unterhose und ich. Und nicht gerade berauschendes Essen wegen Marotte Feinschmecker. Oh, oh. Oh, oh. Feinschmeckerin. Komm, wir müssen ein bisschen üben mit der Freezer Bunny hier. Guck mal, das verfliegt hier bald, weil wir haben jetzt genau super inspiriertes Dekor. Sehr schön. Es war einmal ein Freezer Bunny. Nö. Ich kann auch wenig Sims singen. Das hatte kalte Ohren. Oh Gott. Nico, was machst du denn jetzt? Bist jetzt mal fertig mit der Pasta hier. Komm, nimmst du die Drohne mit und gehst du nach Hause. Ja, ja, und Style Salon ist heute nicht angesagt. Nee, nee. Dir das Essen auch nicht geschmeckt. Wieso hast du das nicht gut hinbekommen? Aber du bist inspiriert. Ach, schön, das hat sogar hinten so ein Pudelbäuschen hier, Schwänzchen. Schön. Schön, am Montag. Das ist aber echt schwierig, wenn wir jetzt Level 3 sogar noch brauchen. Das ist ja gemein. Also bis Montag, also 3 Level da hoch zu leveln, ist schon happig, du, ne? Da kannst du dir fast nichts anderes mehr machen. That's the challenge. Komm, Nico, sprinte voran. Wir brauchen irgendwie so Rollerblades oder so ein Fahrrad oder sowas. Ich habe gehört, dass du nicht besonders gut im Falschen. Komm doch mit, was? Komm doch mit mir zum Flohmarkt. Nee. No, Muffin, es tut mir so leid. Wir müssen dich knutscheln. Ja. Mami auch macht knutscheln. Streicheln. Streicheln, bürsten. Loben. Muffin beruhigen. Simstagram. Komm, machst du mal später weiter. Das reicht schon. Das ist schon okay. Folgendes. Spielzeug-Review, Technik-Review, Logik und inspirierendes Vlog. Ja, inspirierend, das wäre ja für unsere, geh mal hier hin. Vielleicht bringt das ja was. Vielleicht bringt das ja was, wenn du da rüber gehst und dann dir die Inspiriert-Stimmung abholst. Aber ich glaube, die zählt dann gar nicht, weil du, wenn du den Raum wieder verlässt, dann ist es ja wieder ein bisschen doof, ne? Aber inspirierendes Vlog wäre mal ganz cool. Vielleicht können wir auch einfach den Tisch mal kurzerhand mitnehmen. Das kann man ja machen. Und den einfach da hinstellen, dann bist du auch inspiriert. Das ist doch toll. Oder? Wäre es halt so einfach. Muffin! Ja. So, wir müssen hier ein bisschen zoomen. Kann man da nicht weiter zoomen? Das ist ja doof. Nur die Höhe hier. Ach Mann. Nee, das so ein Foto machen. So. Ja, das ist schon gezoomt hier. Das ist ja blöd. Komm, wir machen von Muffin ein paar Fotos hier. So, dann guckst du mal, ob das hier klappt.
Komm, jetzt seid ihr zweimal auch ein bisschen zusammen. Du kommst mal ein bisschen in die Sonne, Nico. Knutschel den Hund. Hallo. Ja, knutschi, 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 knutschi. War das jetzt knutschen? Ah, jetzt hier. Okay. So. Yay. Yeah. Er danst hier ab dazu. So, jetzt müssen wir mal gucken, Video aufnehmen, inspirierendes Vlog. Vlog. Genau, wenn noch ein paar Tage im Trend liegen, das ist doch toll. Ich mache jetzt heute ein inspirierendes Vlog, weil hier ganz viele Bilder auch rumhängen, bin ich voll inspiriert hier und ich komme auch mal in die Sonne, ja? Ich bin nämlich kein Kellerkind hier. So, liebe Leute, ich bin inspiriert, das heißt... Ich habe super tolle Ideen und die erzähle ich euch jetzt. Ich weiß aber gar nicht, was ich sagen soll. Also ich bin ja noch Anfänger so ein bisschen, oder Newcomer, ne? So. Also langsam geht's eigentlich, was du da klimperst, Mädchen. So langsam, so langsam, so langsam. Ja, wir gucken mal bei dir rein. Du hast ja hier den Vorteil... Dass jede Fähigkeiten oder karrierebasierte Aktion die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit erregt, sodass der Ruhm von Lena weiter steigt. Okay, also das heißt, man muss die Fähigkeiten quasi, ja, mach mal abbrechen. Ich möchte mal ausprobieren, ob das klappt. Wir können das doch im Inventar platzieren, oder nicht? Ganz genau. Und dann können wir doch hier jetzt mal rausgehen. Wir können noch hier mal rausgehen, wir stellen uns mitten auf die Straße, oder? Wo stellen wir uns hin? Wir stellen uns mitten auf die Straße. Hier nicht bei dem Schachtdeckel, da geht's gar nicht mal. Wir stellen uns mal hier hin. Gehst du mal hier hin, komm. Ja, tschakalaka hier. Mädchen, Mädchen, Mädchen. Und dann können wir mal gucken, dass du dort einen Auftritt machst. Ja. Komm, mach mal ein bisschen schneller, ganz genau. Die Chumble Chumble. Man findet Hunger. Oh nein, haben wir nicht aufgefüllt oder was? Oh nee. Mach mal füllen und Muffin zum Fressen rufen. Ja, YouTuber und Hund hier. So, Musical-Szene für Ruhm aufführen. Das machen wir jetzt mal. Hey, komm mal alle hier hin. Hier. Ich mach jetzt ein Musical hier. Komm mitten auf der Straße, alle mal herkommen, ihr auch da hinten, ihr zwei, Julia Förster und hier und Dylan Gütteres hier. So, jetzt geht's schon los. Das ist aber nicht Musical, das ist eher Dance Battle, oder? Lockerst du dich noch, ne? So. Komm! Komm, dann machen wir jetzt. Kommen noch ein paar Touris. Kommt ihr alle? Kommt ihr alle? Alle mal kommen, hier, alle mal hier kommen. Lena macht hier Auftritt hier. Lass nochmal so einen Star hier. Megastar hier, die wieder die alte. Die wollte uns kein Autogramm geben, die blöde. Und was ist jetzt? Yeah, ich muss noch Papierkram machen, sorry. Ach Mann. Was ist denn das jetzt? Komm. Inspiriertes Vlog. Inspiriert Vlog Video. Wir müssen das irgendwie cooler nennen. Ich bin voll inspired. Alle denken sich so, what? Inspiriert, Hashtag, Vlog. Ich bin voll inspired. Ganz genau. Unser neuestes Video. So, jetzt machen wir, müssen wir das aber auch hochladen dann, ne? So, jetzt müsst ihr das, nee, erstmal schneiden. Bearbeiten. Genau. Nochmal Effekte hinzufügen. Und dann... und dann machst du mal Video bearbeiten. Ja, do it. Und? Hast du was gebracht? Ich glaube nicht, ne? Komm, wir können mal hier üben. Üben. Üben, üben. Kommt da jemand jetzt vorbei? Kommt da jemand vorbei und guckt uns zu? Ich bin so allein mit meiner Gitarre. Bitte kommt doch mal hier in die Rolli Alto, hallo.
Bitte spendet für mich was hier. Kann man das nicht hier für Trinkgeld aufführen, ne? Leider. Erfordert Gitarrenfähigkeit Level 3, um Lieder dazu zu singen. Okay. Ja, dann können wir hier noch üben. So, Nico, voll inspiriert hier. Geht's ans Werk. Wir haben wir denn schon bald Level... Oh, Level 4 schon bald. Die hat zwar nur 5, die Fähigkeit, aber ist auch gar nicht so schlecht hier. Gut, okay, also sind wir schon mal vorangekommen heute. Da finde ich schon mal gar nicht so schlecht hier. Level 3, yay. Und morgen ist das Casting hier. Effekte wurden erfolgreich hinzugefügt. Linsenreflexion, Glitzer und Explosion gehören zum visuellen Erlebnis eines inspirierenden Vlogs. Ernsthaft, Nico? Na gut, du wirst ja wissen hier. Level 4. Das Hashtag ist Nico in Fleisch und Blut übergegangen. Er kann jetzt mehr Songs produzieren und an der Musikstation stehen zusätzliche Remix-Optionen zur Verfügung. Ja toll, wenn die würde die mal einen Ton abgeben. Hallo, bitte kommt wie mal vorbei. Wir probieren das jetzt nochmal mit der Musical-Szene. Aber nächstes Mal geht's dann weiter. Bis dann. Danke euch fürs Zuschauen. Macht's gut. Ciao.